Hallo, ich bin Janike und ich bin Autorin von Das Traumjob-Experiment. Für das Traumjob-Experiment habe ich 30 Jobs innerhalb von einem Jahr getestet. Dabei waren Jobs wie Stadtführerin, Kindergärtnerin, oh, das darf man nicht sagen, Erzieherin, Verkäuferin, Biobäuerin, Winzerin, Karriereberaterin, Familienaufstellerin, Freizeitparkbetreiberin, Politikerin und Hebamme. Und das Ziel des Ganzen war, ich wollte meinen Traumjob finden. Vorher habe ich bei Volkswagen gearbeitet, im Personalwesen, aber habe mich da irgendwie nie richtig gefühlt. Und ich dachte, da muss doch noch mehr gehen oder etwas Passenderes für mich geben. Deswegen habe ich mich dann auf die Suche begeben und habe, während ich 30 Jobs getestet habe, sehr, sehr viel gelernt über Berufsorientierung, wie sie gehandhabt wird, aber auch wie sie funktionieren sollte und auch was einen persönlichen Traumjob für mich ausmacht. Diese Tipps und Tricks möchte ich mit euch teilen. Jetzt ist etwas Glückliches passiert. Das IDW kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob wir kooperieren wollen. Und zwar haben sie eine sehr, sehr coole Initiative ins Leben gerufen. Das ist die Expedition Wirtschaft, bei der Studenten die Möglichkeit haben, einen Tag lang in eine Wirtschaftsprüfung in ihrer Nähe hineinzugucken und da, wenn sie Glück haben, sogar mit zum Mandanten zu gehen. Das heißt, ihr habt, wenn ihr studiert, in einem wirtschaftsnahen Studiengang und zwischen dem ersten und dritten Semester seid, die Möglichkeit, super unkompliziert eben dieses Tagespraktikum zu absolvieren. Vielleicht führt das zu mehr, vielleicht zu einem längeren Praktikum, vielleicht auch später irgendwann mal zu einem Job. Aber es geht grundsätzlich erstmal darum, Orientierung zu finden und Einblick. Für mich ist es super wichtig, das habe ich gelernt, als ich die 30 Jobs getestet habe, dass am Ausprobieren nichts vorbeigeht. Und deswegen konnte ich nicht anders als zuzusagen und gemeinsam mit dem IDW jetzt für die Expedition Wirtschaft zu werben. Nächste Woche werde ich mein eigenes Tagespraktikum machen. Das wird mein offizieller 31. Job sein. Also ich habe natürlich schon mehrere seitdem gemacht, ist auch klar, sonst wäre mir bestimmt langweilig geworden. Aber nächste Woche ist es soweit und ich teste Job Nummer 31. Als Wirtschaftsprüfer. Ich fahre dazu nach Hannover und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, informieren, wie es ist und was euch erwarten würde, wenn ihr sowas auch machen wolltet. Und darüber hinaus werde ich euch in den nächsten Monaten alle Tipps und Tricks verraten, die ich eben für mich gelernt habe, mitgenommen habe und auch jetzt heute in meiner Berufsberatung, die ich gegründet habe, anwende. Ich würde mich super freuen, wenn viele unseren Blog lesen würden, auf dem ich auch regelmäßig Beiträge verfassen werde. Und natürlich, wäre das Beste, wenn ihr die Möglichkeit annehmt und ein Tagespraktikum macht.